Hallo liebe Angelfreunde und Lachsfreunde speziell. Der Wahnsinn geht weiter, der Lachswahnsinn. Und auch heute wieder mit den dänischen FC-Spinnern. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der erste Tag überhaupt der diesjährigen Saison. Wir haben das erste Wasser im Fluss quasi. Der Fluss ist sehr, sehr trocken gewesen. Es ist immer noch nicht das Hochwasser unbedingt jetzt, was wir uns alle wünschen als Angler. Aber es ist genug Wasser drin, sodass die Fische aufsteigen. Ich hoffe, dass ihr mich hören könnt hier bei dem ganzen Wind. Also, die Fische sollten aufsteigen. Viel mehr gibt es erstmal gar nicht zu sagen. Und jetzt heißt es ab ans Wasser, Rute zusammenbauen und los geht's. Der Spaß, der Wahnsinn. Das ist Fisch. Ich wollte gerade sagen, das war Fisch. Das war Fisch. Er war kurz dran. Das war Fisch und er hing kurz dran. Und es dauerte nicht lange. Hing aber nicht richtig. Das Geile mit diesen Clips hier, ratzefatz ist der Haken gewechselt. Dann gucken wir mal, ob der besser hakt. Und da ist auch schon der erste Swin. Und ganz blank aus dem Meer. Zack. Quasi alleine eingekeschert. Geil. Geil, geil, geil.
wusste, dass da noch einer steht. Und der ist doch schon viel besser. Alter Falter. Alter Falter. Mann, ist der sauer, du. Mann, ist der sauer. Ist der sauer. So sehr viel besser ist der gar nicht, aber der geht ja sowas von ab. So, mal gucken, ob wir so langsam hier irgendwie ihn zur Vernunft bringen können. Gibt's da gar nicht einmal. Oh, Helvete! Alter Falter, ist der rausgesprungen. Das war der beste von allen. Den verliert man natürlich wieder. Ja, ja. Mit den Großen ist das so eine Sache. Alter Falter. Weiter. Da rechnen wir mit nichts. Ich habe gedacht, das wäre wieder
wäre mal wieder das Moos. Scheiße, springen auf nahe Distanz überhaupt nicht gut. Oh, er war schon im Kescher. Und da ist er. Da ist er und Feierabend. Der erste Angeltag war sehr anstrengend, sehr schön und sehr erfolgreich. Mit 3 Swidden innerhalb von relativ kurzer Zeit. Einen besseren Fisch, einen Lachs, also sprich von über 3 Kilo, habe ich dran gehabt. Aber der hat sich ja auf eine richtig geile Art und Weise verabschiedet wieder. Einfach nur geil. Meine Quote ist voll, die habe ich heute auch voll gemacht. Gegen Ende der Saison werde ich dann Fische wieder zurücksetzen, besonders die Weibchen wieder zurücksetzen, besonders die großen Weibchen, das sind die wichtigsten für die Population. Und ja, diese kleineren hier, die sind einfach wunderbare Speisefische, auch zum Beizen wirklich 1A, blank frisch aus dem Meer, besser geht es nicht. Also, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Lachs Drill, Action Drill, Thrill, Thriller, wie auch immer. Genug dummes Zeug gelabert jetzt. Tschüssi.